Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich bin's Kati und ich habe hier heute ein Spiel von Hasbro Gaming, das heißt Simon Swipe. Das ist ein Gedächtnisspiel, da kann man sich selbst so ein bisschen trainieren, deswegen es steht hier auch ab einem Spieler, man kann das also gut alleine spielen, geeignet für Kinder ab 8 Jahren. Und wenn man das Ganze einschaltet, dann leuchten hier immer unterschiedliche Bereiche und die muss man anklicken oder manchmal sind es auch so Bereiche, da muss man dann drüber streichen oder wie das hier aussieht, muss man hin und zurück streichen. Also ziemlich kompliziert kann das werden. Natürlich, wenn man sich nur eins merken muss, ist es nicht so schwer, aber da kommen dann immer mehr dazu. Die muss man sich immer weiter merken. Mich erinnert es ein bisschen an, ich packe meinen Koffer. Wer dieses Spiel nicht kennt, das geht so, da sagt man immer ein Teil, was man mitnimmt, wenn man auf Reisen geht. Und der nächste muss dann das wiederholen und ein weiteres sagen. Und so geht es dann immer weiter. Dann kommt der dritte dran oder der erste kommt wieder dran und muss dann drei Teile sagen. Das erste, das zweite, das dritte. Und so ist es hier auch. Hier leuchtet einmal rot, einmal grün. Oder erst einmal rot, dann drückt man rot. Dann rot, grün, rot, grün. Dann rot, grün, blau streichen. Rot, grün, blau streichen. Und das muss man dann immer wieder erinnern, was da alles dazu gehört. Ich finde es spannend. Ich werde es auf jeden Fall jetzt auch ausprobieren. Aber ich drehe das Ganze einmal erst um. Und wir schauen noch mal, was hier hinten zu sehen ist. Da müssen Batterien rein. Die sind jetzt schon enthalten. Und das Ganze sieht ein bisschen aus wie ein Lenkrad. Man kann das also so festhalten und dann mit der einen Hand immer die ganzen Bereiche antippen. Ja, dann hole ich das hier jetzt mal raus. Ausgepackt ist mein Lenkrad schon mal. Und hier hinten schalte ich das Ganze jetzt vom Demo-Modus auf den Game-Modus. So. Und hier vorne, da ist die An- und Aus-Taste und die ist auch gleichzeitig noch dafür da, um zum Menü zurückzukommen, um die Lautstärke einzustellen und um den Highscore aufzurufen. Wie das alles funktioniert, weiß ich leider noch nicht. Man kann hier das Ganze auf jeden Fall einschalten und muss dann hier auswählen, welches Level man spielen möchte. Wenn man das Ganze zum ersten Mal spielt, ist erstmal nur Level 1 zur Verfügung. Und die anderen Levels muss man dann einfach nach und nach freispielen. Ich habe jetzt nochmal in die Anleitung gesehen und habe herausgefunden, dass es insgesamt 4 Spielvarianten gibt. Einmal diese Levels-Variante, das ist die ich gerade schon erklärt habe. Dann gibt es die Extrem-Variante, da kommen einfach immer ganz verschiedene Funktionen, also verschiedene Signale und die muss man immer schnell nachmachen. Eine Classic-Variante gibt es und eine Party-Variante. Die Party-Variante ist für mehr als 2 Spieler, da muss man das Gerät dann immer weitergeben. Und die Punkte am Ende, die werden angezeigt, indem hier verschiedene Bereiche aufleuchten. Wirkt auf jeden Fall super spannend und natürlich will ich das jetzt auch ausprobieren. Bin schon gespannt, wie gut mein Gedächtnis ist und wie gut ich damit so zurechtkomme. Ich werde das Ganze in Levels spielen, also in Leveln. Und man spielt übrigens gegen Simon. Simon Swipe heißt das hier. Simon macht uns das immer vor und wir müssen das nachmachen und müssen genauso gut sein wie Simon. Gut, dann schalte ich das jetzt also ein und wähle hier das erste Level aus. Und dann geht's los. Oh. Da habe ich mich, glaube ich, schon vertippt. Man soll immer tippen und wenn das Ganze hier leuchtet, dann soll man streichen, ohne den Finger zu heben. Ich werde jetzt einfach nochmal von vorne spielen. Ausgewählt. Ah, super. Ich habe jetzt das erste Level geschafft und ich glaube, ich bin jetzt schon im zweiten Level und habe kurz nicht aufgepasst und habe nicht gesehen, was da angeleuchtet hat. Vielleicht? Ah, Glück gehabt. Oh, zweites Level geschafft. Thank you.
das ist jetzt vor und zurück. Oh. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade richtig oder falsch gemacht habe. Oh. Vielleicht habe ich jetzt ein Level wieder ausgewählt. Also so ganz blicke ich da noch nicht durch. Aber es ist auf jeden Fall super spannend. Also so ganz blicke ich noch nicht durch. Ich schalte das Ganze einfach mal gerade aus. Ich hoffe, dass ich es jetzt ausgeschaltet habe. Also ihr seht, die Signale sind noch nicht so ganz eindeutig zu entziffern. Aber vom Prinzip ist es, glaube ich, einigermaßen klar. Man muss immer das nachmachen, was vorher angezeigt wurde und muss sich von Mal zu Mal verbessern. Dabei kommen immer diese unterschiedlichen Geräusche, die Farbsignale. Ein echt tolles Spiel, aber ich glaube, das muss ich noch ein bisschen üben. Vielleicht habt ihr das schon mal gespielt, Simon Swipe, und wollt schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Erfahrungen damit gemacht habt. Ob ihr schon bis zu einem bestimmten Level vorgedrungen seid oder ob ihr vielleicht auch so wie ich noch ein paar Schwierigkeiten hattet. Gerne alles unten in die Kommentare schreiben. Schreibt auch mal, ob wir vielleicht eine Challenge damit machen sollen. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich das ein bisschen geübt habe, dass ich dann mal Kahn und, ich wollte schon Simon und Nina sagen, Kahn und Nina fordere ich dann mal heraus. Vielleicht wollen die das auch ein bisschen üben vorher. Man muss schon einmal die Regeln richtig verstanden haben. Wo muss man wann drücken? Und dann macht es, glaube ich, richtig Spaß. Also mir hat es schon echt Spaß gemacht gerade. Ja, ich freue mich über eure Kommentare. Ich freue mich über einen Daumen nach oben von euch. Sonst schaut auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!